Hallöchen Leute, euer Johnson89 mal wieder hier. Ja, ich habe das gleich an wie im letzten Video. Wen stört, verpiss dich. Wenn nicht, denn der hat mein Video davor geguckt und weiß das auch, worum es ging und weiß, wie faul ich gerade war. Ja, worum es geht, ist mich genau das eigentlich. Die Schlichtheit eines Outfits. Nein, ich habe mega gemerkt und also ich sehe ja wirklich jeden Tag in der Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, allgemein, am Bahnhof, in der Galerie, in der Stadt, überall Menschen. Bei manchen Menschen denke ich mir, Alter, was geht da? Was ist da los? Aber was mich momentan wirklich sehr schockiert, sind aktuelle Trends. Ich war noch nie ein Mensch, der irgendwelche Trends mitgemacht hat. Keiner. Das Lustige ist immer, alle denken das. Oder viele denken das. Und das sind zumindest die, die den Trend mitmachen. Und dann sehen, ah, der hat das ja auch an. Aber dass ich das schon seit 10 Jahren anhabe, ist denen scheißegal, weil die das nicht wissen. Das hat damals mit den Chucks angefangen. Ich habe meine ersten Chucks, glaube ich, bekommen. Converse Chucks. Mit 5 oder so. Da hatte ich so komische, bunte Dinger von meiner Tante. Das weiß ich noch. Dann habe ich mir irgendwann später auch wieder Chucks gekauft. Dann kam so diese Avril Lavigne-Zeit und ich dachte mir, ey, cool, Chucks, voll geil, Billy Talent, wie sie nicht sonst alle heißen, war's. Und dann kam der Trend der Chucks. Und jeder Vollidiot hatte auf einmal Chucks. Jedes Designer-Püppchen mit ihrer Louis Vuitton hatte plötzlich Chucks an. Ja, ich habe auch eine Louis Vuitton. Tut mir leid, ich bin aber kein Designer-Püppchen. Ich habe die aus einem anderen Grund. Das ist auch noch so ein Thema. Und dann alle so, boah, voll geil, du hast ja auch Chucks. Und sie, ja, ich habe 30 Paar, aber die sammle ich schon seit 10 Jahren. Und die habe ich mir nicht jetzt alle auf einmal gekauft, nur weil es gerade im Trend ist. Und das war halt wirklich immer so. Ich glaube, der einzige Trend, den ich mal mitgemacht habe, war damals mit den Adidas Superstars, weil es die damals dann auch überall günstiger gab. Und das habe ich nicht bestimmt, sondern meine Eltern. Die haben mir nämlich die Schuhe gekauft. Und dann hatte jeder Depp diese Schuhe. Das ist ja jetzt auch wieder Adidas Superstars und Stan Smith. Leute, kauft das doch einfach, weil es euch gefällt. Und nicht, weil irgendwelche Instagram, YouTube-Bitches, das gerade alle haben. Ja, ich habe es auch. Ich habe auch das, worum es eigentlich geht. Ich komme auch irgendwann noch dazu, das zu sagen. Oder ich mache es einfach direkt. Was mich momentan mega ankotzt. Ich war vor anderthalb Jahren, viele Jahre, für mich, für modetechnisch sind eineinhalb Jahre sehr viel. Normalerweise verläuft sich so ein Trend. Und wobei anscheinend ist er erst entstanden und ich habe es nicht ganz so mitgekriegt. Ich habe mir in Berlin gedacht, gut, ich will mir irgendwas mitbringen, lauf durch irgendwelche Läden, habe dann im Levi's Store gesehen, ja, es geht um dieses scheiß Levi's Shirt, dieses Drecks Levi's Shirt, ist einfach so. Habe mir gedacht, oh cool, die haben auch Berlin Levi's Shirts, das hat mir aber dann nicht ganz so vom Druck gefallen, habe ich mir das ganz normale Retro Levi's Shirt gekauft. Weiß, rote Schrift. Fertig. Wie so ein Adidas-Shirt mit Adidas drauf. Weil ich einfach schon immer so ein bisschen so Retro und Vintage und was weiß ich nicht alles mag ich. Wer mich kennt, weiß das auch. Ich suche mir auch gerne Sachen aus, die nicht jeder hat. Zum Beispiel Bibi Chemnitz, was ich mir da geholt habe, das Shirt. Keine Sau, die ich kenne, hat Bibi Chemnitz an. Bei Instagram gibt es einige, aber es ist einfach so. Und dann habe ich mir vor anderthalb Jahren dieses Shirt gekauft. Ich habe das auch in Berlin dann einmal angehabt. Habe mir gedacht, yay, Individualität. Kein anderer Mensch oder vielleicht fünf. In einer ganzen Woche haben 5 Leute vielleicht dieses T-Shirt angehabt. Und das war noch viel. Wenn ich jetzt aus dem Haus gehe, bis ich es zur Arbeit schaffe, haben 50 Menschen dieses Shirt an. Und das Schlimme ist, jedes zweite ist gefaked. Ich meine, 25 Euro kann schon recht viel sein für jemand, der in der Schule geht und das noch gar nicht selber bezahlen. Ja gut, wenn die es nicht selber bezahlen müssen, für die ist es nicht schlimm. Aber die Leute, die es bezahlen müssen, sind 25 Euro. Ganz schön habe ich für ein Shirt bei Levi's, wenn man dann auch so ein 7 Euro, H&M Shirt von den Basics anziehen kann. Aber da ist halt kein Druck drauf, ne? Um ein Basic Shirt zu tragen, braucht man dann wieder
heutzutage zumindest Selbstbewusstsein, weil da steht ja kein Name drauf. Und das finde ich sehr, sehr schade. Gerade, dass die auch so viel gefälscht rumlaufen, gerade die Shirts. Und dann sind das wirklich, letztens kommt eine ganze Gruppe, 5 Mädels, läuft an mir vorbei und alle mit diesem fucking Shirt. Ich weiß nicht, was der Scheiß soll. Ich bin ja eh so, jeder Mensch soll doch machen, was er will. Ja, klar, gut, die können auch den Trend mitmachen. Aber was ist los mit euch? Ihr seid doch einzelne Menschen, ihr seid doch nicht ein Klon eines anderen. Und da verstehe ich dann nicht, warum alle wirklich dieses blöde Shirt anziehen müssen. Und gerade bei dem Levis-Shirt ist es echt unglaublich ätzend. Weil dann rennen da auch diese, sag mal, Bitches. Dann nimmt mir das nicht übel, weil ich kann auch, ab und zu mal kann ich auch so einen Bitch-Style drauf haben. Am besten noch mit ihrer 5 Euro gefakten Louis Vuitton-Tasche rum und du denkst dir, ja, hast du dir schön mitgebracht aus dem Urlaub. Hauptsache den Trend mitgemacht. Genauso wie mit Ed Hardy. Ed Hardy war ja damals das Gleiche. Oder Dolce & Gabbana. Ich habe angefangen, wie alt war ich da? 16, 17, 18, glaube ich, 17 oder so, habe ich mir Sachen von Dolce & Gabbana gekauft. Das konntest du vergessen, weil jeder Depp sich irgendwas gefälscht aus dem Urlaub mitgebracht hat, da habe ich die Sachen einfach auch nicht mehr angezogen. Und so bin ich immer, wenn ich sehe, dass jeder, wenn hin zu Kunst, also von Model-Mensch bis grottig, frisch aus dem Keller gepoolt, dieses Shirt anhat, da kriege ich es kotzen, weil ich hasse es, wenn man aussieht wie alle anderen. Ich könnte wetten, voll viele haben mir das schon geschrieben, gerade mit den Adidas Superstars, als ich das Video mal dazu gemacht habe, so, boah, jede Bitch bei uns in der Schule hat die auch und bla. Und dann heißt es immer, ja, ihr seid ja nur neidisch, weil ihr die nicht habt. Nee, das sind Menschen, die ich mag. Das ist Individualität. Die rennen nicht rum mit den Sachen, die einem das Internet oder die Zeitung oder was weiß ich nicht alles vorgibt. Sorry, ich bin gerade irgendwie voll heißer. Ich habe vorhin zu viel gesungen. Und da haben voll viele geschrieben, so, boah, die sehen alle gleich aus, wirklich. Und wenn die Leute an unserem Laden vorbeilaufen, da denke ich mir auch, okay, gleich. Nur in einmal dick, einmal dünn, einmal groß, einmal klein, wirklich alles. Aber letztendlich sehen die alle gleich aus, wie diese Pumpkin Spice Bitches mit ihrer Pelzweste, den Ugg Boots, Leggings und dann den Pumpkin Spice Latte in der Hand. Die sehen auch alle gleich aus. Klar kann man sich gerne so Sachen raussuchen. Ich suche mir auch gerne Outfits nach und kopiere diesen Menschen dann quasi auch, aber nicht 1:1. Also ich kaufe mir jetzt nicht, weil ein Justin Bieber eine Calvin Klein Buchse hat, also Unterwäsche kaufe ich mir nicht auch irgendwas, wo klein über meinem Teil steht. Da kaufe ich dann eher was mit Job, wo mit 2 O oder Boss mit großem B und Großbuchstaben halt. Ich will nichts, wo klein drüber steht. Also das finde ich immer ganz, ganz schlimm, dass man sich da... Man kann sich doch inspirieren lassen, aber man sollte nicht kopieren. Das ist das, was ich so schlimm finde. ich habe es auch gemerkt, ich finde es mega süß, weil ich bin individuell. Also ich ziehe das an, was mir gefällt. Ich ziehe das an, was ich gerade finde. Ich nähe ja alle meine Klamotten um. Im Prinzip kann keiner, also man kommt dran. Man kann mich kopieren, ist mir auch egal. Ich finde das auch mega süß. Also auch wenn ich Leute sehe und mir denke, oh, das hat der wahrscheinlich an, weil ich das auch habe. Finde ich voll süß, ist auch vollkommen okay, weil das sind trotzdem individuelle Sachen und es sieht an jedem anders aus, aber so ein Shirt, Leute, es sieht wirklich an jedem gleich aus. Einer hat es geknotet, eine in die Hose gestopft, eine als Shirt mit einer Leggings drunter und ein Gürtel drum, aber das ist so, es geht jetzt auch nicht wirklich nur um dieses blöde Levis-Shirt, aber es nervt mich halt aktuell am meisten, aber seid doch einfach mal ihr. Mach auch Klamotten doch einfach mal selber. Mach ich auch. Schneide irgendwelche Löcher rein. Mal da mit dem Edding drauf. Ist mir auch kackegal. Mir geht's wirklich in dem Video jetzt drum. Seid ihr und seid nicht die anderen. Ja, das brennt mir schon sehr lange auf der Seele. Weil ich sehr, sehr traurig finde, dass einfach alle gleich aussehen. Gleiche Frisuren.
probiert was aus, macht es einfach mal. Ihr werdet auf der Schule, klar, wenn man nicht mit dem Trend geht, ich kenne das selber, ich wurde auch gemobbt, weil ich nicht direkt von Anfang an wusste, dass ich schwul bin und was ich möchte. Alle anderen wussten das, alle anderen wussten, wer ich bin, alle anderen wussten, was ich mache, was ich will, wie ich drauf bin. Deswegen wurde ich da auch gerne mal fertig gemacht, ist mir aber scheißegal, ich habe es überlebt, ich habe mich durchgekämpft, so wie ich immer bin und so wie ich immer war. Das härtet nur ab. Deswegen richtet euch nicht nach diesen blöden Trends. Es gibt wirklich schöne Sachen, klar, da denke ich mir auch, oh ja, aktuell ist richtig schön. Aber das ist auch so ein bisschen Primark-Schal, ne? Ich habe mir einmal so einen blöden Primark-Schal mit meiner Kollegin geholt. Den kannst du einfach nicht anziehen, weil jede zweite damit oder jeder zweite damit durch Dortmund rennt. Und da hast du die schon keinen Bock mehr. Das Schlimme ist, den gab es bei Zara, bei H&M, bei Mango, bei Pimki, ich glaube bei Tilly Whale und bei Primark. Und da denke ich mir, ja, super toll. Nee, muss ich nicht anziehen. Da kann ich einen Kopfkissenbezug draus machen. Das ist bestimmt angenehmer, als den dann um Hals zu haben, wie irgendwelche Leute. Und leider erfahre ich das sehr oft, dass manche Leute einfach so, da denke ich mir, ne, wenn die das anhat, will ich das nicht anhaben. Ist wirklich so. Das ist so ein Britney Spears. Rasiert euch die Haare ab, nur weil die das jetzt auch gemacht hat damals? Ich glaube eher nicht. Oder wie die Mamas früher gesagt haben, ja, wenn der vom Dach springt, springst du dann auch vom Dach oder was? Ist halt einfach so. Ich laber hier wieder wie blöd. Ich hoffe, ihr hört mir überhaupt noch zu. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich schon lange kein Talking-Video mehr gemacht habe, wo ich einfach meine Gedanken erfasse. Ja, ihr könnt mir auch mal drunter schreiben, wie ihr das findet. Also ich werde bestimmt wieder von denselben Nachrichten bekommen wie bei den Schuhen. Hoffe ich auf jeden Fall, weil das war super toll, das auch von euch zu lesen. Ja, sagt mir mal, wie ihr so drüber denkt, was ihr da für eine Einstellung zu habt. Gerade diese aktuellen Schüler, nenne ich sie jetzt mal. Von euch gibt es ja ganz, ganz viele. Unter den Potter-Fans, die sind eh die Geißen, weil denen sind Trends sowas von scheißegal. Hauptsache irgendwo ist ein Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw oder was weiß ich nicht drauf. Und das hebt uns ja dann, uns Potterheads sowieso von der Masse ab. Und da wird man ja, da ist man sowieso Mobbing-Opfer. Na, mein Spitzname war damals mich auch Gryffindor, weil ich einen Gryffindor-Schal hatte. Also, hey Gryffindor! Janina, falls du zuguckst, irgendwie war es mir scheißegal, auch wenn du mich damit aufziehen wolltest. Aber du wohnst in Spöck, ich nicht mehr. Ist mir auch egal. Ja, ich kann auch mal ein bisschen gemein sein. Aber ja, ist so. Wie gesagt, schreibt mir drunter. An alle, die ein Levi's-Shirt haben, verbrennt es, zerschneidet es. Oder zerstört es sonst irgendwie. Nee. Ihr könnt so ruhig tragen, aber ich ziehe meins einfach nicht mehr an. Ey, wer ein Levi's-Shirt in S haben will, der Erste, der mit runterschreibt, der es haben will, der kriegt's. Ohne Scheiß, ihr könnt das haben. Das ist S, ein Zentimeter enger genäht, weil es mir leider zu groß war in S. Und XS gab es in Berlin leider damals nicht. Ja, wer es haben will, kann es haben. Das ist mir kackegal. Ja. Jetzt wünsche ich euch nochmal einen schönen Abend. Jetzt habe ich ganze 20 Minuten, glaube ich, gelabert. Und ja, ich freue mich über eure Kommentare und bis zum nächsten Video. Tschüss.